uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallo und herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru und wir sind zurück in Lake und da bricht mittlerweile bereits der dritte Tag an, wo wir unseren Daddy als Meredith als Postboten vertreten. Also wir haben schon gemerkt, also wir haben hier nicht nur den Postbotenjob zu erledigen. Ja, ist eine kleine Provinz, ne, eine kleine Village, ein kleiner Ort, da macht man so ziemlich alles als Postbote. Deshalb ab zurück nach Providence Oaks, bevor es losgeht. Nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow da, ne, Daumen nach oben, Glocke läuten, ihr wisst, wie das läuft. Ne? Gut, Abfahrt, los geht's, viel Spaß. So, Donnerstag, der 4. September, genau. So, da sind wir wieder. Bevor wir loslegen, nochmal ein großes Dankeschön an das Studio, den Publisher Gamius, die uns erlaubt haben, hier auch den Original-Soundtrack zu nutzen, damit das Ganze nicht so trocken rüberkommt, finde ich sehr nett. Dafür übrigens nochmal Dankeschön, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? So, wir werfen mal einen Blick hier ganz kurz auf unsere Auslieferungsliste, beziehungsweise auf die Karte. Ja, wir dürfen hier eigentlich fast einmal um den Kicks wieder rumfahren. Ja, hier Bear Creek müssen wir auch wieder hin. Ich würde sagen, traditionell fangen wir mal hier im Norden mit der Auslieferung an und arbeiten uns dann hier wieder im Kreis einmal durch. Ist ein Plan, oder? Würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die hier, die nördlichen, dann fahren wir hier hin. Und dann eben halt hier so irgendwie wieder zurück. Ist heute ein bisschen durcheinander gepurzelt, weil wir die ganzen Querstraßen mit dabei haben. Aber das ist okay. Gut. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen heute auch noch die Katz abholen. Für unsere Nachbarin. Die haben wir zum Onkel Doktor so ungefähr gebracht. Okay, folks. Let's see what it is today. The floor is yours, Angie. So, dann lass mal gucken. Das sieht wieder nach der Videothek aus. Hier, warte mal. Oh, es wird gesprochen über Leihvideos, die nicht zurückgegeben werden. Ich hoffe, ich habe unseren Film zurückgespult. Wir haben ja hier uns gestern noch eingepfiffen, wenn der Postmann zweimal klingelt, wie passend. Aber diesmal müssen wir erstmal ein Paket abliefern. 351 Main Street, das sollte es sein. Ja, da ist er. What on earth did these folks order? Ich habe letztes Mal schon die abgeänderten Titel hier, die Filmtitel bewundert. Sehr schön. Oh, hello again. More mail for me? And the tape you gave me. Oh, wow. You watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband? Äußern wir uns mal positiv hier, ne? Es steckt viel mehr in diesem Film, als ich erwartet hatte. There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic, and probably my favorite noir. They did a remake a couple years back, but it's, well, it's not as good. You can't beat Lana Turner's smoldering intensity. Yeah, she's great in it. I'm so glad you liked it. Most of the people here don't really appreciate the art of classic cinema. They just want to see Police Academy again. Hey, nichts gegen Police Academy. I'm afraid you're right. Pretty lonely, being the only movie buff around. Was? Füttere einfach brav weiter meinen Videorekorder, dann bin ich ihm nur auf dem Laufenden. Well... Keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Will do. Let me think about it and I'll get back to you. You know, it's good to see you. Wird da gerade geflirtet? That's nice to hear. Because I have a sneaky little plan. Okay, jetzt kommt's. Oh, we're whispering now? I want you to meet me, say, at 5 today. Wird das ein Date oder was ist hier los? What? Like a date? Well, more like a business proposal. You in?
Wir lassen uns mal drauf ein hier. All right. I'm in. Hurrah! I'll see you this afternoon. Okay. Wait, where are we meeting up? Your place. It's 102 New Street, right? Okay. Inviting yourself over? That's quite impertinent. Well, hey, do you want to know my sneaky little plan or not? Naja, wir sind ja neugierig. Oh, well, it's settled then. See you at 5, partner. Okay, jetzt sind wir schon Partner. Ich bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. Nichtsdestotrotz, wir haben noch ein bisschen was auszuliefern. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir zu Fuß zum nächsten rübergehen. Naja, so langsam wie sie latscht, lieber nicht. Fahren wir schnell rüber. Da drüben geradeaus. Nee, wir fahren erstmal in die Seitenstraße, weil da. Das ist eine Einbahnstraße, müssen wir eh zurück. Machen wir den zuerst. West 3rd Street. Das scheint die Nummer hier zu sein. Die Jackson Street. Okay, 302. Okay. Ich finde das ein wahnsinnig entspannendes Spiel. Und es menschelt sehr. Das gefällt mir. Es ist nicht nur einfach Auftrag A, B, C. Ne, man baut so ja, Beziehungen auf, dieser oder jener Art. Tut auch meinen Gefallen. Und natürlich fährt man die Post aus. Ne? Ich finde das ein schöner Mix. So, da vorne links müsste der nächste Kunde sein. Ist das jetzt das Haus? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das müsste das hier sein, oder? 403 Main Street. Ja, ist es auch. Gut. Und ich glaube, wir hatten dann weiter oben an der Hauptstraße auch noch weitere Kunden. Müssen wir gleich mal gucken. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Nee, das war schon hier oben. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen wieder runter. Dann haben wir hier und hier noch im Ortszentrum. Also Pine Street und West 2nd Street in der Innenstadt oder im Dorf, wie auch immer. Gut, da müssen wir erstmal wenden hier. So, die nächste müssen wir rechts. Das ist der hier, oder? Warte mal. Es ist immer nicht so ganz genau auf dem Plan zu sehen, aber das ist ja auch ganz okay. So ein bisschen selber gucken muss man ja auch. So, richtig getippt hier. So. Tari, tara, die Post ist da. So, wie fahren wir jetzt am dümmsten? Die nächste links und dann eigentlich immer geradeaus. Wenn ich das richtig sehe. Thank you.
So, da sind wir auch schon. Pine Street. So, wo ist er? Da. Ich hoffe, es ist jemand zu Hause hier. Alright, I'll leave it on the doorstep. Na okay. Auf eigene Gefahr. Wir legen es ab. Ich hoffe, es ist noch da, wenn der Besitzer eintrifft. So, jetzt brauchen wir ein bisschen einen Plan hier. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt gar nicht so viel große Auswahl. Obwohl, wir müssen ja die Katze auch noch abholen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal rechts tatsächlich fahren. Also von mir aus gesehen links. Erstmal die Katze abholen, weil dann fahren wir die Runde hier rum und geben sie bei der Katzenlady hier ab. Ne, die wohnt ja irgendwo hier die Ecke. Dann machen wir das so. Ja. Fahren wir links. Ja, die Katz hatten wir ja abgegeben. Den guten Mortimer in der letzten Folge. Der darf eine Katzendiät machen. Dauert scheinbar nur einen Tag. Ist ein Diätprogramm, wo, glaube ich, jeder, der das irgendwie benötigt oder meint es zu brauchen, neidisch sein dürfte. So, wir bringen uns hier schon mal wieder in Position. Mal sehen, wie es dem Katerle geht hier, ne? Ich sehe gerade diese Zettel da am Tor. Ich muss mal gucken, ob wir die mal durchlesen können, eventuell mal. Aber jetzt schauen wir erstmal nach der Katz. So, hi there, da Mr. ist Mackey. Er ja, der Mr. Mackey. Oh, good day, Meredith. Mort's fine, as I expected. It was just a little indigestion. A good night's rest and a bit of lake trout in the morning has done the little critter a world of good. Excellent. Miss Jenkins will be pleased. Let me take him off your hands. All right. Anything else, Miss Weiss? Enjoying yourself so far? Ja, Riesenspaß. I'm having fun. Yes. Well, that's good. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Have a nice day. Ja, also wenn die Tusnelka ihre Katzen nur mit Kuchen und Süßigkeiten füttert, werden wir die ganz bestimmt hier öfter vorbeibringen müssen. Ich hoffe mal nicht. Also für die Katzen jedenfalls. So, das ist das. Achso, wir wollten ja nochmal nach diesen Notizzetteln hier gucken, ob die uns irgendwas bringen, ob ich die überhaupt... Nee, ich kann sie noch nicht mal lesen. Na gut, schade. Wäre natürlich so eine schöne Location gewesen für Nebenaufgaben oder so, ne? Deshalb dachte ich, guck's mal hin, aber naja, okay. Ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten, ne? Alter, jetzt wirf mal die Katze hier nicht durch die Gegend. Was ist denn da los, bitte? Das sind ja hier Sitten. Ich habe mich schon das letzte Mal gewundert, wie wirft die denn die Katze da hinten rein? So, weiter geht's. Sieht wieder nach dem Hotel aus, oder? Warte mal. Nee, das ist Moe's Diner. Mal sehen, ob sie die Küche schon wieder gelöscht haben. Hi
So, 500 Lake Road. Sind heute nicht so viele Pakete, sehe ich gerade. Aber das ist völlig okay. Wir haben ja genug zu tun, ne? So, ein Paket. Hi, hon. How are you doing this fine day? I'm fine, but how are you? You know, with the kitchen exploding? Oh, that? Nothing a fresh lick of paint and a mop couldn't fix. Didn't mean to scare you. Let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie. Hey, ja, Kaffee und Blaubeerkuchen. Mal sehen, ob das diesmal klappt. Beziehungsweise was diesmal explodiert. How's life treating you, darling? Eigentlich ganz in Ordnung, ja. It's all right, actually. I delivered a package to Kay at her house earlier. Yeah, she told me. How did that go for you? Ehrlich gesagt, glaube ich, ich bin mit der Tür ins Haus gefallen. Ja, also es war nicht merkwürdig, aber ja, ein bisschen überraschend, ne? I think I put my foot in it, to tell you the truth. I can imagine it can be a lot to take in. For the both of you. Especially after being away for so long. Then again, there are some things that never change, right? You being one of them. I will take that as a compliment. But I bet the diner looks a bit strange to you, doesn't it? Mir gefällt, was du aus dem Laden gemacht hast. Sieht ganz anders aus als in meiner Erinnerung. Sogar der Name hat sich geändert. Na, wir nehmen das erste. I like what you did with the place. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my stand died. World keeps turning. Gotta keep moving along with it, right? Oh, Stan ist tot. Oh my gosh, Maureen. Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. But it's really okay. It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Oh, boy, did I love that man. We've been married for so long. It hit me like a brick. But after a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. That's really inspiring. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did. For me, but also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. Das finde ich immer das Schöne. Ich kann es immer wieder nur sagen, dieses Zwischenmenschliche bei diesem Spiel. Na, es ist jetzt überhaupt nicht auf Spannung aufgebaut, sondern ganz einfach so auf der menschlichen Basis, neben dem Fahren natürlich. Ich finde das sehr sympathisch. I can imagine that. Sorry for dumping all that on you like that, darling. Gosh, look at your face. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? Ich bin mir nicht sicher. Bin ich mir wirklich nicht sicher? I'm not sure. Oh, it's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, is all. She must have missed you during those days. I can imagine. Ich bin nur erstaunt, wie viel Zeit sie für einen Klönschnack hier nebenbei hat, ne? Ja, wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ich nehme mal jetzt mal das zweite. Es war schön, sie wiederzusehen. Ich habe sie auch vermisst. Reicht. It's good to see her again. I've missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short. That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again. Was ist jetzt mit dem Blaubeerkuchen und dem Kaffee? Ich warte immer noch. Ha! Das sagt die Frau, die meinen Blaubeerkuchen vergessen hat. Genau. Says the woman who forgot my blueberry pie. What the? Ashley? What happened to that pie?
I'm so sorry, honey. I swear that kid... Ich weiß nicht, ob das überhaupt was wird irgendwann. Don't worry. I didn't feel like having pie anyway. And don't you worry either. You won't leave P.O. without having at least one slice. Na, dann nehmen wir sie mal beim Wort. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die ihren Blaubeerkuchen irgendwann hier kriegen wird. Aber das ist jetzt, glaube ich, das geringste Problem, was wir jetzt gerade haben, ein Blaubeerkuchen. So, lass uns mal gucken, wie wir jetzt am besten weiterfahren. So, wir sind jetzt genau in der Richtung unterwegs. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob es doch kürzer ist, zurückzufahren. Ja, guck mal, weil da müssten wir Mortimer zurückbringen, genau. Dann fahren wir zurück. Komm, was soll der Geiz? Weil das macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier unnötig einen großen Kreis zu fahren. Wir haben heute eh genügend zu tun hier. Nach Bear Creek müssen wir auch, da müssen wir sowieso ein bisschen weiter raus. Ah, da blinkt es schon. Mortimers zu Hause. Ja, das war jetzt auf jeden Fall deutlich schneller. So, dann liefern wir den Guten mal ab. Mutterchen wartet schon hier. So, da ist er. Der gute Mortimer. Look who's back. Mortimer! Oh, look at you. You're good as new. Genau. Mau. Und Mr. Mackey rät dringend, ihn nicht mit Cupcakes zu füttern. Ja, muss man sagen, wie es ist. Zum Wohle der Katz. Yeah, Mr. Mackey did say not to feed him cupcakes. I suppose he's right. It's just that he likes them so much. Don't ja, you, ja. Anyway, thank you so much, Meredith. My pleasure. See you, Miss Jenkins. Call me Mildred, dear. Say goodbye to Meredith, Mortimer. Sie sagt nicht Meredith, sondern Mary Edith. Was ist das? Okay, für die Mission haben wir die Trophäe Cat Lover erhalten. Okay. Sehr nice. Gut, ich sehe gerade, hier die nächste Seitenstraße haben wir noch einen Brief abzuliefern. In a few days, I won't even need that map. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also, ohne Streetmap, glaube ich, werde ich hier ein bisschen verloren sein. Okay, ich glaube, damit haben wir diese Ecke abgefrühstückt. Aber wir gucken zur Sicherheit gleich nochmal auf den Plan. Weil ich glaube, da hinten ist noch so ein Feldweg, da könnten wir relativ gut wenden. Aber wie gesagt, vorher schauen wir mal kurz. Genau, hier geht es dann zurück. Dann geht es hier ganz nach außen zu Bear Creek. Und ich glaube, das war's dann, oder? Ja, Pakete sind alle ausgeliefert, ist nur noch... der Brief für Bear Creek. Ich fürchte, das sind wieder keine guten Neuigkeiten für den Kameraden. Moment mal, Moment, ich sehe ja gerade was. Das könnten wir mal probieren. Dieser Feldweg scheint am Bear Creek vorbeizuführen. Dann können wir ja gleich so weiterfahren. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das sind wir ja noch gar nicht gefahren, die Strecke. Dann machen wir das mal.
Ja, ein bisschen so durch den Wald. This is close to where I had my first kiss. Ja, schöne Waldgegend hier, gefällt mir immer. Kein großer Gegenverkehr. Schön. So, ich darf noch nicht. Was macht ihr denn da? Ach, die geht mit ihrem Hund Gassi. Okay. Das ist aber eine Fußhupe. Den konnte man ja gar nicht erkennen, den Hund, so klein war der. So, hier müsste da vorne rechts, haben wir gerade gesehen, im Busch. Da ist die Auffahrt. Genau. Ja, ich hoffe mal, ich habe diesmal bessere Nachrichten für den Kollegen, aber ich fürchte mal eher nicht. So, ich drehe schon mal erstmal hier. Ich bin immer gerne abfahrbereit. There's a face I remember. Good morning, Mr. Harris. Hey there. More paperwork with my name on it? Okay, take a look for yourself. Thanks. Oh, it gets worse every day. More bullcrap? Can you believe it? I've been taking care of this lakeside for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments. Oh, das sind keine guten News. Oh, that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an apartment building. What? You grew up here? Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Ah, so you're the prodigy he's always talking about. Moment, macht die nicht nur die Urlaubsvertretung? Tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. I'd rather get the chainsaw and cut down town hall. Whoa, 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 easy now. Just kidding. It's a nice thought, though. Well? Kann ich helfen? Ich kann mit Papieren umgehen. Ja, wir sind nett, oder? Wir helfen. Maybe I can help out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Good day, Mr. Harris. Also ich denke mal, zum Duzen ist es noch ein bisschen zu früh hier. Wait up. I'm done thinking about it. Maybe you'd want to go through all the files together tomorrow afternoon at Moe's. Food and drinks on me. Oh. Sure. Who can say no to food and drinks at Moe's? Awesome. I'll see you there then. I'll bring all the paperwork. Na, da haben wir schon wieder eine neue Aufgabe. Also wir sind schon sehr engagiert in der Gemeinde hier, ne? Und das schon am dritten Tag hier. Respekt. So. Damit endet unsere Schicht. Und wir machen uns wieder zurück auf dem Weg zum Postamt. So, wie immer zum Feierabend gönnen wir uns ein bisschen Entspannung mit dem Autopiloten. Wird sich mancher Postbote wahrscheinlich auch wirklich wünschen manchmal. Aber warum auch nicht? Wir haben ja unsere Arbeit hier getan für heute und genießen ein bisschen die Aussicht hier auf Providence Oaks. Und wir haben ja gleich noch ein Date mit unserer Videothekarin. Die Lady aus der Videothek. Mal sehen, was die für einen Plan hat, von dem sie da geredet hat. Also so ganz ist der Tag noch nicht vorbei. Aber wie brav der Autopilot immer an Kreuzungen abbremst, ne? So brav bin ich nicht beim Fahren. Ihr kennt mich.
So, unsere Arbeitsaufgaben auf jeden Fall haben wir hier schon mal erfüllt. Jetzt machen wir Feierabend und schauen mal, was der Abend bringt. No, Angie Eastman, you can't really create a woman with a computer. Was? What movie is that? It's called Weird Science. You really Lisa, der helle Wahnsinn, den gibt's wirklich, den Film? I figured you with your War in den tiefen 80ern. Ich habe den sogar noch im Kino gesehen. Ich wundere mich, dass sie den hier im Original nennen. So that's Weird Science, Life of Python. Brian. Hier nennen sie die Filme beim echten Namen, okay. Right. Merkwürdig. You know, you aber beides gute Filme. The part of a computer nerd either. Was ich enthalte, Vielheiten. Das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler. Ich glaube, Vielseitigkeit oder irgend sowas. I'll take that as a compliment. Thanks. Well, I do kind of have a thing for nerds. But I'm also a sucker for someone in uniform. So jetzt wird's hier wirklich flirty, oder? So, any particular reason you're not at the Nerd Factory anymore? Sagen wir einfach mal, ich brauchte einen Tapetenwechsel. Ja, das klingt okay. Let's just say I needed a change of scenery. Okay, well, I totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah, Providence Oaks is pretty different. Sure is. It's quieter, for one thing. Slower for another. Ja, langsam, ganz langsam. Das sind genau die beiden Dinge, die ich hier am meisten mag. Da stimme ich zu. Yeah, those are the two things I like best about it. Me too, I think. It took some getting used to. So tell me about this plan of yours. Genau, der Plan. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Providence Oaks. Ach, wir sollen für sie ausliefern, die Filme, mit Lieferservice. Yeah. You know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. Ja, liebe jungen Freunde, das gab es wirklich, Videorekorder, wo man riesige Kassetten reinschieben musste, um Filme zu gucken. Ja, so ungefähr sahen die aus. Gab's wirklich, kein Gerücht. Wow. Never seen one of those before. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Okay. I don't know if I'm even allowed to do that. I mean, I'd be using the truck, which is Postal Service property. You do know Frank is your boss, right? He's not exactly a stickler for the rules. Plus, it's only two to start. These are for Lori. You know her, right? Okay. The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. I have these two for her. The love bug and A Nightmare on Elm Street. Love bug, das ist Herbie doch, ne? In a bathtub, right? Herbie, well, der not Käfer. Exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Dozen. That's it for now. If you're habt ihr es gemerkt, die haben hier tatsächlich die richtigen Titel, anders als in der Videothek. Warum das? All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, do you have any more of this great coffee? Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? I left the store unattended. Better get back. Okay. Wir sind verständnisvoll. I understand. Talk to you soon? Absolutely. Oh, dies aber... Babe? Was geht hier ab? Habe ich irgendwas verpasst? Sag mal. Haus der Familie Weiß am Donnerstagabend. Okay. Bestimmt Steve. Wir müssen noch diese Unterlagen durchschauen, diesen Mist. Hallo? Für dieses Programm. Hey, Dad, how's life? I heard nee, Daddy. About poker, fishing and margaritas. Talk to Mom, huh?
But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say? He likes baseball a bit too much. Hat er gewettet oder was? Ja, eben. Nothing too serious. And what about Bert Mackey? Bert. Bert doesn't like to talk much, but he's got a heart of gold. Stay on his good side. Speaking of staying on the good side, your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand by Me. Das war auch ein cooler Film, Leute. Da kommen so viele Erinnerungen hoch. Auch dafür liebe ich dieses Spiel. Say hi to Mom for me. Wird man so ein bisschen nostalgisch? So, ja, ich weiß eigentlich schon, was zu tun ist, aber wir gucken vorsichtshalber nochmal in den Terminkalender rein. Ja, wir haben Donnerstag. Wir müssen jetzt für heute nur noch eben halt diese Edit 87 Dokumentation durchsehen. Wird bestimmt ein Riesenspaß. Nicht. Naja, gut. Und es wird fröhlich getippt. Okay, das war kurz und knackig. 5. September morgens. Ich höre schon, Schiedwetter. Was? Zurück zum Postamt? Müssen wir diesmal rein? Erstmal ins Trockene. Ja, wir starten natürlich den nächsten Tag erstmal in der nächsten Folge. Da wollen wir jetzt gar nicht hetzen. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow, Abo da, Glocke läuten, Daumen hoch, ihr kennt das Ganze. Dankeschön dafür im Voraus. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns demnächst wieder hier bei Lake oder bei irgendeinem anderen coolen Game oder Simulation. Davon haben wir ja einiges. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.